Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und da machen wir natürlich weiter an dieser Stelle. So, ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade vorhatten oder nicht vorhatten. Auf jeden Fall habe ich mir mal Gedanken gemacht. Wir werden mal Folgendes probieren. Optionen. Und wir stellen mal um auf Schwierigkeitsgrad. Ganz normal natürlich. So, hat einfach jetzt einen Vorteil. Jetzt sind natürlich die Monster wieder mit dabei. Und wir müssen uns schnellstmöglich eigentlich auch noch drum kümmern. Ja genau, gleich geht die Sonne unter. Dass wir die Tür dort unten reinkriegen. Weil da haben wir im Moment noch keine. Ansonsten wäre natürlich noch wichtig, dass wir das Dach langsam auch mal schließen. Auch darum müssen wir uns kümmern. Aber das Dach hat im Moment keine Priorität im Vergleich zu der Tür dort unten. So. Ja. Ansonsten gibt es ein paar Neuerungen, wo ich nicht weiß, ob ihr das jetzt mitbekommt oder nicht. Und zwar spiele ich jetzt ab sofort im Fenstermodus. Damit das aber funktioniert, habe ich eigentlich... Ja, das Bild jetzt für euch ein bisschen gestreckt. Das heißt, in der Höhe ist es ein bisschen höher als im Normalzustand. Ja, sieht aber daran, mein Monitor, mit dem ich jetzt zocke, ist halt nur ausgelegt auf 1920x1080 Pixel sind das immer. Und deswegen passt das mit dem Fenstermodus im Normalfall halt nicht so einfach. Und deswegen musste ich ein bisschen tricksen und das Bild ist in der Höhe ein bisschen gestreckt. Aber mal schauen, ob es euch auffällt. Ob ihr es jetzt so extrem wahrnimmt oder nicht. Es sind halt von 100% auf 106% erhöht. Und naja, das dürfte nicht so auffallen. Ich habe es mir auch gerade schon angesehen. Passt schon. Was wollte ich denn gerade? Ach ja, hier, Platten bauen. So, die brauchen wir auf jeden Fall. Ach ja, und Esszimmertisch. Da wollte ich auf jeden Fall was machen. Ich habe ja ein bisschen getestet, wieder so nebenbei, was so alles möglich ist. Und bin da sehr gut fündig geworden. Wir können Stühle basteln. Es gibt Stühle, das ist der Wahnsinn. Dazu müssen wir natürlich nur erstmal diese Kisten hier leer kriegen, da freue ich mich schon. Ach Mensch, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So, wir werden mal die ganze Erde hier rausnehmen. Ich hoffe, die passt dort unten überall rein. So, dass wir die dort unten halt verstauen können. Ich habe die Befürchtung, also wir gucken jetzt mal, jetzt liegen die Werkzeuge alle richtig in dem Moment. Ich habe die Befürchtung, dass diese Umsortierung unseres eigenen Inventars hierdurch passiert. Wenn ich jetzt hier was reinlege. Gucken wir mal. Okay, nee, passt immer noch. Merkwürdig. Na gut. Immer noch. Irgendwann stellte das aber manchmal um. Also wenn ich irgendeine Aktion mache, ich vermute, das hat irgendwas mit diesen Kisten zu tun. Wird das Inventar dort umgestellt? Naja, wir behalten das Ganze im Auge. So, stattdessen erstmal, wie gesagt, die Erde mitnehmen. Den Sand können wir auch schon mal mit einpacken. Und, okay, das passt nicht mehr mit rein. Das ist aber Sandstein. Kies haben wir, glaube ich, auch keinen Platz mehr für. Gut, dann tun wir das erstmal verstauen. Ich freue mich auf das Esszimmer, dass wir, wenn wir das jetzt endlich mal fertig kriegen. So, mit Rechtsklick, glaube ich, ging es rein. Okay, wir sind voll. Ernsthaft? Unsere Erdekiste ist voll. Ah, Mist, warte mal. Wie hole ich nochmal raus? Mit Linksklick? War das mit Linksklick? Okay, da hole ich einzelne raus. Ich würde gerne, wenn, dann alles rausholen. Ich glaube, so viel Platz haben wir gerade gar nicht. Warte mal, mit Rechtsklick kriegen wir das wieder rein. Wir werden das mal hier rein verlegen. Genau, dann dann hier nochmal mitnehmen. Achso, mit Linksklick geht Shift-Linksklick geht es besser. Und hier mit Rechtsklick wieder rein. So, das sollte passen. Dann können wir hier oben nämlich noch die Erde mit reinklatschen. Gut, das sollte auch klar gehen. Und den Sand muss man auch noch irgendwo loswerden. Warte mal, dazu wäre es natürlich günstig, wenn wir den hier runter reinlegen. So, das hätten wir. Ansonsten, was haben wir denn hier dabei? Quarzit, genau, den Quarzit wollten wir noch verwenden. Haben wir den eigentlich schon verwendet? Ich weiß es nicht. Ist auch schon wieder ein, zwei Tage her für mich, die letzte Aufnahme. Und es ist ein 8 Monster. Monster Time. Können wir welche sehen? Ich habe vor allem Angst, dass hier irgendwelche Spinnen nach oben krabbeln. Ein Schwertchen haben wir in der Hand notfalls. Und ich habe das Gartentor dort offen gelassen. Ich weiß gar nicht, man konnte glaube ich auch ranzoomen. Ich weiß nur nicht mal, mit welcher Taste das ging. String, Shift, Alt war es alles nicht. Tabulator war es auch nicht. Irgendwie kann man auch ranzoomen. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr es wisst, einfach mal in die Kommentare schreiben. So, ich würde trotzdem sagen, wir hauen uns vorsichtshalber mal einfach in die Haier, bevor hier irgendwie Rambule ist. Also, das ist unser Schatten. Ich dachte gerade, unten läuft er, ne? Na gut,
ab in die HR und erstmal schön auspennen. So, und dann wird es auch Zeit. Da müssen wir auch mal gucken. Wir hatten auch schon irgendwo Leder. Und mit Leder hattet ihr mir schon ganz, ganz viele Folgen her. Hattet ihr mir mal in die Kommentare geschrieben, können wir auch diese Rucksäcke craften? Die Frage ist, wo habe ich das Leder reingehauen? Okay, hier ist es erstmal nicht. Hier, drei Leder. Ja gut, das wird nicht reichen. Da werden wir nochmal auf Tour gehen müssen. Gut, da können wir es aber auch nochmal hier lassen. Da brauchen wir es nicht jetzt direkt. So, das können wir mitnehmen. Sandstein können wir mitnehmen. Kreide haben wir, glaube ich, noch nirgends. Schalenstein, Grauwackel. Man sieht, ich hasse diese vielen unterschiedlichen Gesteinsarten. Ich weiß da aber nicht, wohin damit. Warte mal, das haben wir unten. Das weiß ich. Quarzit. Oh. Okay, können wir dazu legen. Dolomit. Das ist genau sowas. Ja, weiß ich gar nicht, was wir damit sollen. Ich würde sagen, wir werden gewisse Sachen dann auch einfach mal wegwerfen. Wir müssen nicht alles aufheben. Sehe ich jetzt mal so. So, Salt, Andesit, Pflasterstein haben wir unten, das weiß ich. Kies haben wir auch unten. Diesen Andesit haben wir, glaube ich, noch nirgends unten. Ja, und den Rest gucken wir erstmal. Ne, wir bringen das erstmal weg. Das wird Hauptaufgabe Nummer 1 sein. So, wir haben in der Hand, was haben wir denn in der Hand? Sandstein. Der muss dort rein. Gut. Die können wir erstmal nach oben legen, die brauchen wir nicht. Das genauso, das brauchen wir unten. Und das brauchen wir auf jeden Fall auch unten. Andesit, das brauchen wir auch unten. Okay, so. Kann ich nochmal sehen, was wir jetzt in der Hand haben? Nein, darf ich nicht. Andesit, Pflasterstein. Okay, das müsste der hier sein. Ja, wunderbar. Und das müsste Andesit sein. Das ist der Nachbar sozusagen. Nee. Warte mal, das ist Kies. Hat man nicht schon Andesit auch irgendwo? Kies. Andesit, Pflasterstein. Bringe ich gerade irgendwas durcheinander. Das kann sein. Okay, dann holen wir den halt hier hin. Ich bilde mir ein, wir hatten den hier auch schon reingehauen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den dort schon mal mit reingehauen haben. Na gut, dann halt noch nicht. So, Blauschiefer, Pflasterstein. Blauschiefer hört sich auch schon mal sehr interessant an. Wie siehst du denn aus? Kann ich dich mal hier anklatschen? Okay, nicht ganz so berauschend. Vielleicht besser, wenn wir ihn verbrennen oder so. Aber erstmal lassen wir ihn hier zurück. Das juckt uns jetzt eher weniger. Kuru. Können wir das eventuell verbrennen? Also was heißt verbrennen? In den Kompost hauen. Das wird nämlich die nächste Tour sein, dass wir erstmal den Kompost soweit reinigen. So, Messerchen in die Hand, falls hier doch irgendwelche Bösewichte rumlungern. Okay, da überall nicht. Die Tür müssen wir halt ganz dringend mal zumachen. So, Kompost wollte ich. Nah dran, aber knapp verlaufen. So, lass mal schauen. Ein bisschen was haben wir. Wunderbar. Das können wir reinwerfen. Können wir das auch rein? Ja, das können wir auch reinwerfen. Das kommt weg, das kommt weg. Die Saplings können wir weghauen. Ansonsten, ja, die Blümchen, ich glaube, das behalten wir. Kies hätten wir unten reinhauen können. Warum haben wir es nicht getan? Und Dolomit können wir, glaube ich, hier leider nicht reinhauen. Aber Dolomit, warte mal, das legen wir uns zumindest mal in die Leiste rein. Da machen wir jetzt mal Folgendes. Wir können nicht jeden Mist hier aufheben. So, weg damit. Und dadurch schaffen wir halt auch Platz. Weil ich will hier wirklich jetzt die Kisten mal leer kriegen, dass man jetzt am Esszimmer... Alter, ich will hier gar nicht reingucken. dass wir hier wirklich mal am Esszimmer weiterarbeiten können. So, weiße Wolle hatten wir, glaube ich, auch schon unten. Graue Wolle, ja, weiß ich auch noch nicht. Das ist alles, das können wir auch alles in den Kompost werfen. Ich denke mal, wir werden uns auch so eine Trash-Kiste hier irgendwie mal hinbasteln. Ich glaube, das würde nicht schaden. Wo man dann einfach mal, ja, alles Mögliche, wo man gerade nicht wissen, wohin damit, das dort reinwerfen können. Was haben wir jetzt in der Hand? Sand. Okay, Sand kommt dort hoch. Ja, nochmal. Jetzt haben wir Kies in der Hand. Kies war der hier. Und hier haben wir nochmal Sandstein. Warte mal, du kommst da rein. Gut, Wolle haben wir auch. Was ist das? Das ist Marble, das ist Wolle. Genau, weiße Wolle. Wunderbar, dann leg dich dazu. Sollte erstmal soweit passen. So, den wollten wir eigentlich oben verwenden, den Quarzit. Da muss ich gleich mal gucken, ob wir das schon getan hatten. Wie gesagt, letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her für mich. Gehen wir mal hier die Abkürzung und dann einmal hier rechts rum. Ja, hatten wir schon gemacht. Mensch, waren wir gut. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten.
So, na denn. Ich würde denken, dass wir den hier auch nochmal rauskloppen, wenn wir jetzt hier einmal in der Nähe sind. Eie. Das dauert nur gefühlte 20.000 Jahre. Eieiei. Naja, aber dabei kann ich ja gleich mal ein Thema ansprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich denke mal, selbst wenn ich das jetzt anspreche, das wird trotzdem wieder passieren, aber es ist ein inzwischen doch recht nerviges Thema, gerade bei Minecraft, finde ich, unter den Minecraft-Folgen. Ihr kriegt es immer nicht mit, weil ich die Kommentare immer dann relativ schnell lösche. Die landen auch erstmal im Spam-Ordner meistens, wodurch ich sie dann direkt mal entferne. Und zwar ist es diese Sub-for-Sub-Geschichte. Das ist so ein Thema, da könnte ich kotzen. Ihr müsst sowas nicht machen. Also ihr müsst mich nicht abonnieren, weil ich werde euch auch nicht abonnieren, nur des Abonnierens willen, sondern wenn ich jemand abonniere, dann gucke ich, dann möchte ich den seinen Content auch gucken. Aber dieses Sub for Sub, das ist sowas von dämlich, weil es drückt ja eigentlich aus, okay, ich kriege ein Abo, aber derjenige guckt im Endeffekt gar nicht. Ja? Und von daher, also wenn du mir nicht zuschauen willst beim Spielen, dann brauchst du auch nicht abonnieren. So einfach ist das. Und also mich interessiert das persönlich ein Scheiß, wie viele Abonnenten ich habe. Ich mache das hier rein hobbymäßig. Ich mache das nicht, um irgendwas zu erreichen oder so. Ja, und von daher interessiert es mich nicht wirklich, ob ich jetzt hier 1000 Abos habe oder 1 Million Abos habe. Okay, 1 Million wäre schon cool. Aber nein, brauche ich nicht. Also wenn es passiert, passiert es. Wird es nicht, weiß ich. Aber ansonsten ist mir das total wille. Was soll ich damit? Also die zuschauen wollen, die heiße ich natürlich herzlich willkommen. Da freue ich mich, dass ihr auch immer regelmäßig einschaltet. Es sind ja inzwischen auch schon einige geworden. Finde ich total geil. Aber nicht so eine Sub-for-Sub-Geschichte. Das ist einfach nur dämlich. Sowas will ich nicht haben, sowas will ich nicht machen. Und sowas wird auch bei mir rigoros gelöscht. Also da könnt ihr euch drauf verlassen, dass solche Kommentare nicht lang überleben. Falls es doch mal schaffen in die Öffentlichkeit, ja, dann werden sie dann früher oder später auch dort gelöscht. So. Die ganzen Sträucher werfen wir hier mal weg. Die Saplings kommen weg und das kommt auch weg. Gut. Ach ja, was mir dabei einfällt, genau, wir haben wir noch Erde irgendwo dabei. Ne, die haben jetzt alles unten reingeworfen. Und wir brauchen vor allem nochmal so eine Hake. Die sollten wir uns auch nochmal kurz craften. Warte mal, komm mal ran hier. Das war, glaube ich, so. Und dann hier mit Eisen. So, genau. Wunderbar, die haben wir. Dann brauchen wir noch die Erde auf jeden Fall. Dass man mal die Felder dann auch jetzt richtig machen können. So. Puh, wie ging das? Shift-Linksklick, glaube ich. Genau, ein Stack. Wunderbar. Das steht noch alles richtig? Ja. Wundert mich, dass das jetzt so lange durchhält. Bin gespannt, wann es sich wieder umstellt. Gut. Hier, guck mal, die Böhnchen. Sind das Böhnchen? Ja, das sind Böhnchen. Guck mal, die können wir schon mal mitnehmen. Erst kann ich mal da auf dem einen Feld hinten noch Platz haben. Mal das nehmen wir auch nochmal mit, die Eggplants. Sehr gut. Und ich glaube, der ist auch fertig. Genau. Die stecken wir auch mit ein. Bist du auch schon fertig? Sehr schön. Nehmen wir auch mit. Gut, der Rest noch nicht. Macht aber auch nichts. Ist in Ordnung. Bin mal gespannt, ob wir die Bohnen, wie wir die Bohnen zubereiten können. Da habe ich übrigens noch keine Übersicht gefunden, wie wir welche Pflanzen oder Gemüse, Obst, Sorten, was auch immer, wie wir das zubereiten können. Also da habe ich keinen Anhaltspunkt gefunden. Keine Liste oder sowas, wo sowas drinstehen würde. So, und ich glaube, euch müssen wir halt nochmal rauskloppen. Genau. So, stattdessen. Warte mal. Es war eigentlich schon richtig. Das hätte ich eigentlich gar nicht rauskloppen müssen. So. Und jetzt müsste ich das, glaube ich, nochmal umgraben. Genau. Und dann könnte ich die Teile hier auch wieder einpflanzen. Dann müsste das auch ein bisschen flotter wachsen. Oder auch nicht. Hm. Nee, jetzt kann ich es gar nicht mehr einpflanzen. Was soll das denn? Hm. Müssen wir damit noch irgendwas machen? Ich hatte nur mal vor Ewigkeiten den Tipp in die Kommentare gelesen, dass wir das noch umhaken müssen. Aber jetzt, wo wir es umgehakt haben, wie soll das jetzt funktionieren? Ich verstehe es nicht. Sollen wir jetzt hier so darüber so nochmal sowas klatschen? Bringt das was? Wir können es reinklatschen. Jetzt haben wir hatten mal 3, jetzt haben wir nur noch 1. Können wir jetzt sowas pflanzen? Auch nicht. Hm. Okay, ich verstehe es nicht. Das heißt, wir müssen das erstmal doch so sein lassen, also ignorieren. Ich hoffe mal auf eure Kommentare, dass ihr es mir nochmal irgendwie dazu schreiben könnt, wenn ihr es wisst natürlich. Und ja, ansonsten müssen wir es erstmal so lassen. Guck mal, Erdbeeren. Ja, Erdbeeren. Mal her damit. Pack mal gerne ein.
Und ansonsten, ja, wir müssen uns halt auch nochmal darum kümmern, dass hier eine gewisse Ordnung auf dem Feld herrschen wird. Dass wir das irgendwie hinkriegen, dass ein Feld halt nur für eine Pflanzensorte ist. Mal hier auf dem nicht umgehackten Feld kann ich sowas einpflanzen, aber da wächst es einfach nicht. Hm, nee, da macht es gar nichts. Und hier, wo ich es einpflanzen wollte, geht's nicht. Hm, sehr merkwürdig. Okay, ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht habe ich noch irgendwas falsch gemacht. Oder wir müssen es nochmal umhaken. Hm. Nee, damit würde ich es wieder wegmachen. Nee, das bringt jetzt auch nicht wirklich was. Gut, es wird schon wieder dunkel. Mensch, war nicht gerade schon dunkel? Hat mir nicht gerade uns erst hingelegt? Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall bringen wir uns erstmal hier in Sicherheit und eventuell sogar die Sachen schon mal hier rein. Haben wir das schon irgendwo reingelegt? Ich glaube nicht. Guck mal, das sieht mir fremd aus. Genau. Das legen wir mal raus. Das legen wir mal runter. Erdbeeren legen wir mal runter. Heu werden wir bestimmt, also Weizen besser gesagt, nicht Heu, werden wir bestimmt dann demnächst verarbeiten. Ich habe das Gefühl, es ist sehr dunkel hier in unserem Haus. Hm. Können wir hier eventuell mal provisorisch nochmal eine Fackel hinsetzen? Nur, dass hier nicht Mr. Creeper um die Ecke kommt. Und da vielleicht auch nochmal. Ja, vielleicht hier auch nochmal das ein oder andere Lämpchen. Hm. Nur zur Sicherheit erstmal. Und ich glaube, dort unten wäre auch nicht verkehrt. Wobei, da können wir es eigentlich gleich an die Wand ranklatschen. So, lass mal so machen. Das wollte ich nicht. Komm, gib her. Und da können wir auch nochmal an die Wand. Genauso wie dort. Und da haben wir schon keine Fackeln mehr. Haben wir noch irgendwo Kohle? Weiß ich nicht. Müssten wahrscheinlich auch noch Fackeln mit ran. Ist auch sehr dunkel. So, ich glaube, wir haben hier bestimmt noch Kohle drin. Wunderbar. Den Quarzit packen wir nochmal mit ein. Und wann mal Kohle haben wir. Stickies haben wir auch. Und jetzt haben wir auch gleich wieder Fackeln. Ja, sehr schön. Ach ja, was ich auch noch rausgefunden habe. Auch eine coole Sache. Auf dem Tisch kann man allerhand hinlegen. Ich kann auch Erdbeeren dort hinlegen. Und zwar einen ganzen Stack gleich. So, mit Rechtsklick hinlegen, mit Rechtsklick auch wieder nehmen. Wunderbar. Und deswegen steht, glaube ich, auch Olga hier. Ach ja, und ich glaube, die Gabi war es, hat es in die Kommentare geschrieben, dass das hier kein Wasserhahn ist. Dachte ich mir schon, stand halt auch Wandhalterung dran. Sondern für eine Hängepflanze ist. Da das aus derselben Mod ist wie die Olga, würde ich ja denken, dass das nur zu tief angebracht war. Das heißt, wenn ich das jetzt hier oben anbringe und dann Olga in die Hand nehme und versuche dort anzubringen, guck mal, dann hängt Olga dort. Obwohl es jetzt nicht wirklich viel Sinn ergibt, weil sie ist bodenhoch. Hm. Naja, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, wenn die Räume etwas größer werden, kann man sich das ganz gut vorstellen. Hm, ne, schauen wir mal. So, wir bringen da mal eine Fackel an, da eine und das müsste hier passen. Dort haben wir, dann machen wir es hier natürlich nochmal genauso. So, und wir brauchen hier vielleicht noch eine. Genau. So, das sollte hoffentlich hell genug sein. Da oben bin ich mir noch nicht ganz sicher, obwohl doch, da haben wir auch eine Fackel. Das sollte klar gehen. So. Ich würde gerne mal einen Blick nach draußen werfen, ob wir hier das ein oder andere Monsterchen sehen. Ich sehe da hinten vor allem wieder einen Sapling, der sich dort eingepflanzt hat. Mir nichts, dir nichts. Hm. Okay. Ich gucke immer noch mal ganz nebenbei nach den Tasten oder nach der Taste, wie man hier ranzoomen konnte. Aber ich finde es nicht. Hm, keine Ahnung. Na gut. So, die haben wir ausgeleuchtet. Das passt. Wir können uns, glaube ich, in die Haie legen. Dort oben auf dem Dach ist natürlich noch nicht ausgeleuchtet. Und es ist natürlich grandios, dass wir da zum Teil schon angefangen haben, das zu verlegen. Aber da sollten wir wahrscheinlich dann auch halt einfach mal in Zukunft mal einen Blick drauf werfen. So. Ach ja, wir wollten hier einsortieren. Ein Böhnchen kommen dort rein. Erdbeeren, hatten wir die schon irgendwo reingepackt? Ich sehe sie nicht. Ich würde denken, die können wir dort reinmachen. So, was haben wir hier? Candleberry. Ich glaube, den haben wir auch noch nirgends, oder? Ne, packen wir dort rein. Wobei der sich natürlich hier neben den ganz gut machen würde. Warte mal, das Zeug können wir eh rausnehmen. Dann nehmen wir den Candleberry nochmal und legen den dort rein. Das passt thematisch, glaube ich, ein bisschen besser. So, ansonsten Eggplant hat man noch. Und ich glaube, den hat man auch noch nirgends. Den setzen wir mal hier. Wir nehmen, was ist das denn? Schwarzeichensetzling. Nee, das wird da nicht sein. Wintersquash. Nehmen Wintersquash. Weil wenn wir das für Setzlinge lassen. Hm. Komm, da legen wir das dort rein. Nehmen dich nochmal mit raus und machen dich dort rein. Guck mal, sieht hübsch aus. Gut, haben wir noch irgendwas. Die Dingens werden wir verarbeiten. Das wird zwar nicht aufgehen, aber machen wir natürlich. Die Blümchen und so können wir bei der Küche erstmal reinlegen.
Also ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich spannend, was wir hier machen, aber es muss sein. Wir wollen ja, wie gesagt, auch dann mal weiterkommen, was den Esszimmertisch angeht. Wir wollen ja mal was schaffen. So, ganz neben Brei. Ja, neben Brei, genau. Brot machen. Hm. Auch eine neue Funktion, die ich entdeckt habe. Ihr habt gesehen, vielleicht wie schnell das jetzt ging. Hm. Linksklick, halten und ziehen. Und dann macht er das. Dann teilt er das automatisch so auf, dass es passt. So, Brot kann man rausnehmen. Und dann hier nochmal mit reinwerfen für lecker Toasties. Gut. Ah ja, hier, Kiste. Hm. Alter, wie viel Klee und was auch immer wir dort haben. Hm. Setzlinge kommen weg damit, brauchen wir nicht. Knochenfragmente, da weiß ich auch noch nicht, was wir damit anstellen sollen. Da muss ich mal gucken, ob wir dazu Knochenmehl machen können. Was haben wir hier? Spinnenauge. Ja, wir brauchen allgemein so eine Ramschkiste halt. Hm. Was haben wir hier noch? Hellgraue Wolle. Lass mal ein bisschen sortieren. Ja, die Pilze, die können wir oben noch mit reinwerfen. Ja, oder wir werfen die mit in den Kompost. Ist auch egal, oder? So, ist hier jemand? Nein, okay. Ich bin vor allem schon gespannt auf die Höhlentour. Hab da nämlich ein bisschen was vorbereitet für uns. Und bin mal gespannt auf eure Meinung. Also Hintergrundmusikmäßig, Hintergrundgeräuschmäßig, wie auch immer. Also ich stelle mich schon innerlich so drauf ein, dass wir demnächst gehen. Wie gesagt, Monster haben wir jetzt auch angemacht. Ich hätte gerne noch ein bisschen was mehr zum Mampfen und ich hätte gerne noch einen Rucksack. Und für Rucksack müssen wir halt nochmal auf Tour gehen. Ich glaube, warte mal, das machen wir mal gleich, weil jetzt ist gerade noch kurz vor Mittag. Spinni! Ja! Grüß dich! Und tschüss! So, die hätten wir. Hauptsache kein Creeper hier. Das sind die, die ich gar nicht mag. Oder Endermans, mag ich auch nicht. Aber Endermans verkriechen sich ja bei Tag. Bei Tageslicht zumindest. Die sind mir, was das angeht, ganz sympathisch. Da bin ich nur mal gespannt in der Höhle dann. So, hatten wir hier hinten noch Kühe? Ich hoffe, weil wir brauchen halt noch mehr Leder. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Leder wir brauchten. Das sollte ich vielleicht mal vorher nachgucken, bevor wir jetzt hier losrennen. Hm. Können wir mal ganz kurz. Halt, das war das Falsche. Da wollte ich hin. Und zwar, das war doch, glaube ich, gleich auf der Hauptseite, oder? War das hier auf der Hauptseite? Die Rucksäcke? Nein, aber hier, guck mal hier. Grüner Farbstoff. Okay, irgendein Farbstoff wahrscheinlich. Egal welchen oder gar keinen, genau. Und außenrum komplett Leder. Das heißt, wir brauchen 8 Leder, 3 haben wir, 5 brauchen wir. Ja, na mal sehen, ob uns eine Kuh ihr Leder geben will. Und falls ja, ob es dann auch ausreicht. Oder ob wir die ganze Familie dann töten müssen. Wenn die Kuh sozial eingestellt wäre, dann würde sie uns gleich 5 geben. Hm. Dann könnte sie damit ihre Familienmitglieder schonen. Wäre doch eine Idee, oder? So, gucken wir mal. Da sind Schweinis. Schweinchen. Da ist unser Lava-Dingens. Sag mal, wo waren denn hier die Kühe? Hatten wir nicht hier welche? Ich will vor allem auch nicht zu weit laufen. Denn, naja, gut, ist schon Mittag. Also, viel Zeit haben wir nicht mehr. Tag geht ja schnell vorbei, wie wir wissen. Weil es natürlich auch mal wieder cool ist, hier ein bisschen rumzulaufen. So, da hinten haben wir Kürbisse. Ja, das ist alles das, was wir gerade nicht suchen. Wir suchen lieber so ein paar Mus und Mäs. Schweinchen, ja natürlich. Schweinchen finden wir ohne Ende. Apropos Schweinchen. Hm. Weißt du, will nur mal testen, ob die noch drauf reagieren. Hallo? Du, ich habe ja was in der Hand. Nee, die reagieren gar nicht drauf. Okay. Haben die nicht mal auf Weizen reagiert? Ich weiß es nicht mehr. Oder muss ich den jetzt Schweinelenden hinhalten, dass die... Kuh! Oder muss ich den jetzt Schweinelenden hinhalten, dass die... Noch mehr Kuh! Ja, Schweinelenden hinhalten, damit die... Nein! Komm, zack, schnell, beeil dich, bevor die weg sind. Hm. So. Sei bitte familienfreundlich, gib mir 5. Die Schweinebacke hat mir, glaube ich, gar nichts gegeben, oder? Hm. 2 Leder. Auch nicht familienfreundlich. Gut, ihr wolltet das nicht so. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen. Auch kein Leder. Mensch, wir brauchen doch nur noch 3. Oder? Ja, 5 brauchten wir noch. 3 hatten wir schon. 8 brauchen wir. 2 haben wir. Also haben wir jetzt 5. Fehlen noch 3. Na super. Hm. Was ist das eigentlich für ein Steinchen? Ach, Marmor. Okay. Sah so cool aus.
So. Haben wir hier noch eine Mu? Wo versteckt ihr euch? Zeigt euch mir. Die Struktur dort hinten sieht auch geil aus. Was ist das denn hier? Xylitblock. Ah ja, natürlich. So, da haben wir eine. Komm, auf sie mit Gebrüll und yeah! Mensch, genau ein Leder fehlt noch. Super. Ach Mensch, bei unserem Glück werden wir das nie finden. Und bei unserem Glück verlaufen wir uns jetzt gleich. Und bei unserem Glück treffen wir gleich auf einen Creeper oder so, der uns hier in die Luft sprengt. Und da war alles umsonst. Ich will ja eigentlich gar nicht weiter rein, weil ich habe Angst, mich zu verlaufen. Hier gibt es leider keine weiteren Kühe. Das waren halt auch schon reichlich viele eigentlich, aber es reicht halt noch nicht oder es hat noch nicht gereicht. Ich kann ja hier nochmal einen kurzen Blick reinwerfen. Nur Hühnchen, naja, ist auch nicht gerade das, was wir suchen. Ach Mensch. Da, komm, bitte. Ja, wir haben es, wunderbar. Das heißt, wir können uns einen Rucksack craften. Zumindest, wenn wir hier das irgendwie lebend wieder rausschaffen. Wunderbar. Und eventuell haben wir sogar noch ein paar Sticks eingesammelt. Ah, sehr schön. Schön. Haben wir gleich mehrere Sachen auf einmal kombiniert. Das passt. Jetzt ist die Frage, von wo kommen wir? Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Das kommt mir nur so unbekannt vor. Müssen wir da lang? Ja, da hinten sehe ich den Lava... Blablabla. Da hinten sehe ich den Lavastrom. Gut. Aber da sind wir fündig geworden. Da können wir uns den Rucksack dann gleich craften. Was ist das denn hier? Und dann haben wir eventuell sogar mehr Platz im Inventar. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das gefallen wird, weil das ist natürlich dann umso mehr Platz, den wir auch zumüllen können. Und umso mehr Platz oder umso mehr Müll, besser gesagt, den wir dann wieder aussortieren müssen. So. Naja, gucken wir mal. Gut. Hier würde ich gerne auch noch irgendwas bauen, dann langfristig, dass man das dann natürlich auch schön von unserem Haus dort am Strand sehen kann. Was macht denn das Schaf dort oben? Okay. So. Wie immer noch, wegen dem Ranzoom, also, dass man näher gucken kann. Weiß noch nicht, wie das ging. Ich weiß, ich wusste das mal. Aber es ist halt so lange her, dass ich das letzte Mal aktiv Minecraft gespielt habe, also vor diesem LP natürlich. Das ist schon doch, kann man nicht unterschätzen. Ist schon ein Weilchen. So, wenn wir hier gerade vorbeilaufen und gerade bei schönem Sonnenuntergang, werden wir hier mal den Boden austauschen. Und ich glaube, das gefällt... Okay. Und ich glaube, das gefällt mir wesentlich besser mit dem Boden. Auch so vor, im Hintergrund vor dem Zäunchen, das wirkt halt ein bisschen heller. Das bessert das Ganze optisch ein bisschen auf. Besser als dieser dunkle Boden. Gut. Ja, wirkt auch einfach wesentlich ansprechender so. Na gut, dann, was wollte ich... Ah ja, Rucksack. Rucksack craften. Ah ja, jetzt hätte ich den Weizen natürlich auch mal bei den Kühen probieren können, ob der dort wenigstens geht. Aber egal, jetzt hat man es verpasst. Wo habe ich denn... Dort hinten, glaube ich. Komm. Und jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß es überhaupt nicht. So, genau, den hätte ich gerne. Und jetzt drücke Shift für mehr Informationen. Tier 1, 0 von 0 Slots benutzt. Na, wie benutze ich dich denn? Ah, okay. Also ich muss den in der Hand, warte mal, so geht es natürlich nicht. Ich muss den in der Hand halten, dann Rechtsstick und dann habe ich dort mehrere Slots. Na gut, finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Ist halt unpraktisch, weil man halt wieder ein Slot mehr hier verbraucht in der Leiste. Gut, da kann man halt mal drin Sachen stapeln, die man jetzt eher seltener benötigt eventuell. Dafür könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Na gut, okay, wir haben einen Rucksack, das heißt, wir haben jetzt doppelt so viel Platz wie vorher. Ah, freue ich mich. So, Sonne geht unter und gute Nacht.